Unsere Entscheidung, gerade in Stuttgart eine Galerie zu eröffnen, war goldrichtig. Thomas Fox. Hallo. Hallo, Galerist aus Stuttgart. Ja. Warum ist es die richtige Entscheidung gewesen, so eine tolle Galerie in Stuttgart zu eröffnen? Stuttgart ist ein super Standort für eine Galerie. Also tolles Publikum, begeisterte Sammler, auch, ja, viele, also auch Käufer. Das ist für uns als Galerie natürlich auch wichtig, klar. Und ist einfach der ideale Ausgangspunkt für uns. Ist Stuttgart denn kunstbesessen? Stuttgart ist auf jeden Fall kunstbesessen. Ich meine, Stuttgart hat ja ganz viel kulturelles Angebot. Ob es Ballett ist, ob es Oper ist. Die Galerienlandschaft in Stuttgart total unterschiedlich, vielseitig. Und das ist einfach spannend für Sammler, das auch zu entdecken. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich spreche das erste Mal mit einem Galeristen. Wirklich? Und es macht Spaß. Kann man Galerist studieren? Nee, also Galerist, kann man eigentlich gar nicht studieren. Nein, also Galerist braucht man eine Leidenschaft dafür. Natürlich gibt es gewisse Ausbildungen, die das ein bisschen leichter machen, aber im Grunde braucht man einen guten Blick. Was haben Sie denn gelernt? Oh, ich bin ganz anders. Ich komme aus dem kaufmännischen Bereich. Meine Eltern hatten eine Textilfabrik. Okay, genau. Ich komme von der Sammlerleidenschaft. Also okay. wir sammeln selber auch Kunst. Und das war so das, wo wir dann eben begonnen haben, das für uns zu entdecken und haben dann gesagt, okay, wir wollen eine Galerie aufmachen. Wir sprechen gleich noch weiter, vor allen Dingen auch über diese tollen Bilder. Mhm. Machen jetzt kurz einen Sprung zur Art Karlsruhe. Ja. Da vertreten, sind Sie auch vertreten? Da sind wir auch vertreten. Und wir waren auch bei der Art Karlsruhe, allerdings beim Aufbau und wie das Ganze so abläuft, wenn eine Messe aus den Angeln gehoben wird, das sehen wir. Die internationale Kunstmesse Art Karlsruhe, die startet genau hier. Momentan stehen wir noch in den etwas leeren Messehallen, aber der Aufbau ist so langsam im Gange. Und ich warte auf meinen Interviewpartner. Das ist der Ewald Karl Schrader, der Kurator. Und in diesen Sekunden kommt er hier angedüst. Ja, schönen guten Tag. Was ist das für ein Mobil, mit dem Sie da unterwegs sind? Ja Gott, das ist ja ein Fahrzeug, weil die sind ja hunderte von Kilometern. Ich laufe jeden Tag mindestens 20 Kilometer und da habe ich gesagt, es ist etwas bequemer und man ist schneller und an allen Plätzen, um da eine kleine Korrektur zu machen, dort eine Idee zu holen und so weiter. Das ist halt das Tätigkeit. Das ist super. Sie sind der Kurator. So ist das. Macht's Spaß bis jetzt? Läuft alles? Ist alles im Plan? Beginnt jetzt so langsam ein Frühlingserwachen praktisch. Die Galerien kommen von weit her angereist. Eben rief mich einer an, komm schnell da vorne, ich habe eine Skulptur dabei, da gehen wir ja nachher gleich hin. Und dann ist da was und dort mit dem Strom und mit irgendwas und dann mit Blanche und alles wunderbar. Wie viele Aussteller haben wir hier dieses Jahr? Da sind 215 Aussteller aus 15 Nationen, so steht es wenigstens auf alle Fälle geschrieben und ich glaube auch daran, dass es so ist. So, wir stehen jetzt draußen vor der Tür. Was passiert hier denn? Ja, hier werden Skulpturen ausgestellt. Eine der Besonderheiten der Art Karlsruhe, das wirklich sich bewährt hat, sind die Skulpturenplätze, die ich von Anbeginn der Messe vor 15 Jahren zum ersten Mal schon so installiert habe. Und das hat sich so etabliert, dass auch vor der Halle ein kleines Signal gegeben wird, hier spielt die Skulptur keine untergeordnete Rolle, sondern auch eine Hauptrolle. Hier, man sieht, hier kommt ein Riesenstück Berliner Mauer angereist, das Rizzi bemalt hat, was eine Skulptur ist. Und da will ich sagen, hier ist die Skulptur zu Hause. Jetzt kommt schon wieder ein Telefon. Ja, der Herr Schrader ist einfach ein viel beschäftigter Mann hier als Kurator. Maria, grüß dich. Hallo. Wie oft telefonieren Sie momentan, Herr Schrader, am Tag? Ständig, aber jetzt kommt der nächste Künstler, der eine Skulptur bringt. Aber es ist ja keine Künstlermesse, es ist eine Messe von Galerien organisiert. Ja. Aber ein Künstler, der in eine Galerie präsentiert auf ihrem Skulpturenplatz und ebenfalls die Möglichkeit kriegt, hier vor der Halle eine große Skulptur aufzustellen, was natürlich schon die Kunststimmung anhebt, wenn man herläuft. Und hier lebt die Freude mit der Kunst. Ja, das merkt man bei Ihnen aber auch, Herr Schrade. So enthusiastisch, wie Sie durch die Gegend flitzen, das ist ja unglaublich. Ah ja, natürlich, habe ich sonst nichts zu tun. So, die
Berliner Mauerstücke stehen soweit, der LKW fährt gleich weg und die Art Karlsruhe kann starten. Es geht los am Donnerstag bis Sonntag, also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Kommen Sie vorbei nach Karlsruhe und schauen Sie sich diese tolle Ausstellung an. Dabei ganz viel Spaß natürlich. Wir haben uns die Frage gestellt, wie wichtig ist Kunst? Kunst ist wahnsinnig wichtig. Warum? Das muss man einfach mal erleben. Also mit Kunst zu leben, ist einfach eine Bereicherung. Also ich meine, es gibt bestimmt 1000 Menschen, die jetzt gerade zuschauen, die noch nie in ihrem Leben in der Kunstausstellung waren. Was haben die denn verpasst? Was haben die verpasst? Das Erlebnis eines Originals. Jedes Kunstwerk gibt es nur ein einziges Mal. Und das ist, finde ich, auch ein ganz besonderer Reiz einfach auch an Kunst, dass es eben dieses eine Unikat einfach ist. Und wenn Sie vor einem Kunstwerk stehen, was Sie das erste Mal wirklich berührt, packt, mitnimmt, das ist ein unvergessliches Erlebnis. Also das ist auch immer wieder ganz schön, gerade für mich, wenn ich dann jemanden sehe, der vor einer Arbeit steht und den es richtig packt. Das ist aber ein gutes Stichwort, sich richtig vor ein Kunstwerk zu stellen, finde ich gar nicht so einfach. Ich würde gerne mit Ihnen gleich mal vor Ihre Kunstwerke, die Sie in Ihrer Galerie haben, stellen. Ja. Und Sie sagen mir mal, wie man sowas richtig betrachtet und auf was man achten muss. Vorher geben wir aber ganz kurz ab und sind gleich wieder da. So, jetzt sehen unsere Zuschauer uns gerade von hinten, weil wir uns das Bild angucken. Und ich frage mich immer, wenn man in einer Galerie oder Ausstellung ist und andere Menschen, da muss man ja besonders klug irgendwie vor diesen Bildern stehen, so, als wenn man das versteht. Aber totaler so Quatsch. Aber so hat mir das Gefühl. Also, ja, aber ich weiß, Sie die Menschen, die ja so machen, aha. Ja. Und du denkst dir so, oh Gott. Nein, das ist total falsch, also da, keine Hemmungen. Einfach in die Galerie reingehen, gucken Sie sich die Arbeiten einfach an und lassen Sie sich die Arbeiten einfach auf sich wirken. Das ist das Wichtigste. Und das ist für jeden individuell. Wir freuen uns, wenn jemand reinkommt und man sich einfach über die Arbeiten unterhält. Aber sehen Sie, ich nehme schon so eine intellektuelle Haltung ein. Steht Ihnen gut, aber... Aber wissen Sie, was jetzt zum Beispiel auch mein Bedürfnis wäre, dieses Bild anzufassen, dann würde ich von Ihnen wahrscheinlich auf die Finger kriegen. Ja, das sollten Sie jetzt nicht machen, das haben wir dann nicht so gern. Schade eigentlich, ja, weil auch gerade diese Kunst, vielleicht können wir mal ein bisschen näher. Ja, gerne. Gerade bei ihm ist es eben so, weil das so richtig die Struktur des Jan de Vlieger, ein belgischer Maler, der wirklich so seine Arbeiten in einem durchmalt. Das ist, er beginnt und malt dieses Bild dann an dem Tag dann auch noch fertig. Wahnsinn. Also wirklich nass in nass und dann richtig einen, so richtig pastosen Farbauftrag, so einen ganz unverwechselbaren Pinselstrich. Aber er fängt hier nicht an und überlegt ganz lange, sondern das ist wirklich eine sehr schnelle, intuitive, dynamische Malerei. Jetzt sehe ich, es sind keine Preise dran. Warum? Nee. Weil wir eine Preisliste extra haben. Die liegt bei uns aber ganz offen aus. Das kann auch jeder, es ist kein großes Geheimnis. Wie viel kostet denn das da? Die Arbeit kostet 22.000. Was? Ja. 22.000? Ja. Das ist ja ein Kleinwagen. Das hat was mit dem Werdegang des Künstlers zu tun. Wie bekannt ist ein Künstler? In welchen Museen ist er vertreten? In welchen Sammlungen ist er vertreten? Mhm. Das spiegelt sich natürlich dann im Preis auch wieder. Aber wenn jetzt einer dieses Bild sieht und sagt, Mensch, ich habe zufällig 22.000 noch auf der hohen Kante. Mhm. Wäre das eine Geldanlage? Ist das dann zum Beispiel in 10 Jahren 88.000 also, wert? Ich kann auf keinen Fall irgendwelche Anlagetipps als Galerist abgeben. Würde ich auch nicht machen. Darum geht es nicht? Nein, darum geht es nicht. Okay. Also ich würde mein Rat ist, kaufen Sie Kunst, weil Sie von dem Kunstwerk begeistert sind und weil Sie diese Leidenschaft für das Kunstwerk haben. Weil man jeden Tag das vorbeigeht und denkt, Mensch. Ja, genau. Und das berührt, also das höre ich immer wieder, dass das, wenn dann Sammler dann wieder kommen und sagen, ich freue mich jeden Tag an der Arbeit und das ist, wird in dem Licht wieder anders und so. Darum geht es bei Kunst. Und könnte ich mit Ihnen jetzt verhandeln? oder macht man das nicht in der Galerie? Naja, so ein bisschen können Sie ja probieren. Ah, okay. Aber im Grunde sind der Preis, der dran ist, ist dran. So ein bisschen Raum hat man vielleicht. Okay. Müssen wir dann mal runtergehen, wenn die Kamera okay. aus ist. Dann gehen wir jetzt mal gleich runter und handeln über den Preis. Und währenddessen dürfen Sie mit mir auf den roten Teppich kommen. Die Promis waren nämlich in Stuttgart bei der Premiere vom Glöckner von Notre Dame. Den
Derjenige, der hinter dir sitzt, hat heute Pech gehabt, oder? Nein, es gibt niemanden, der hinter mir sitzt, weil ich sitze immer am Rand. Das steht bei mir in der Einladungskarte drauf. Bitte am Rand. Ich denke an meine Mitmenschen. Ich bin katholisch erzogen. Heute Abend geht es in dem Stück um Träume, um Leidenschaft und verbotene Liebe. Was passt auf Sie am besten von diesen drei Begriffen? Ja, da müssen Sie meine Frau fragen. Ich hoffe, sie sagt dann Leidenschaft. Na klar. Das Witzige ist, die mussten hier im Apollo-Theater gar keinen roten Teppich auslegen, weil der Fußboden, wenn du mal runterschwenkst, Patrick, sowieso schon rot ist. Das Stück ist ja auch sehr emotional. Bist du jemand, wo dann auch mal die Tränen kullern oder hältst du dich da zurück zwischen so vielen Menschen? Es kommt immer darauf an, wie die eigentliche Stimmung ist. Ich bin auch gespannt, wie es heute wird. Hat auch mit der Umsetzung manchmal auch zu tun. Aber es kann mich dann schon oft auch mal kalt erwischen, doch. Ich bin nicht wirklich der Romantiker. Aber natürlich auch emotional bei Filmen im Fernsehen, wenn es irgendwie ans Herz geht, natürlich. Aber Taschentücher habe ich jetzt keine dabei heute. So, das wollte ich auch schon immer einmal. Über den roten Teppich, es interessiert sich halt nur keiner dafür. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, die Fotografen sind nämlich weg. Und die Promis, die sind mittlerweile im Theater. Die Premiere von Glöckner von Notre Dame geht los. Und wir werden gleich mal in der Halbzeit fragen, wie sie es denn so fanden. Also es war sehr beeindruckend, gerade der Anfang. Man sitzt da und ist plötzlich in eine komplett andere Welt, rutscht man rein. Und ganz tolle Musical-Darsteller. Also ich bin da echt sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Das ist gewaltig. Das ist eine Stimmgewalt, die haut einen vom Sitz. Das ist echt toll. Also alle Promis sagen, Daumen hoch, der Glöckner von Notre Dame, da muss man rein. Wir zeigen übrigens nächste Woche in unserer Ausgabe von PULS ein paar Bühnenaufnahmen und haben mit den Musical-Darstellern gesprochen. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, es wartet eine kleine Überraschung auf Sie. Also auf jeden Fall einschalten. Und wir haben mit so vielen Promis gesprochen, die konnten wir jetzt alle gar nicht in der Sendung unterbringen. Da klicken Sie einfach mal auf Facebook, da finden Sie alle Promi-Statements. Thomas Fuchs. Ja. Ich muss sagen, es hat mir irre viel Spaß gemacht mit Ihnen und es war für mich einfach eine ganz neue Erfahrung, mal in so einer Galerie mit Ihnen zu reden und Dinge zu erfahren, die ich vorher nicht wusste. Und meine Sendung endet immer mit einem Veranstaltungstipp und Ihren Tipp dürfen Sie jetzt also in die Kamera unseren Zuschauern. Mein Veranstaltungstipp wäre die Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart, Patrick Engels Private Show, die läuft noch bis zum 8. April und ist auf jeden Fall sehenswert. Wunderbar. Und mein Tipp ist, im Wietzemann nächsten Freitag findet eine Kunst- und Designmesse statt ab 14 Uhr. Da kann man auf jeden Fall auch vorbeischauen. Vielen Dank für alles. Ich sage gutes Gelingen, weiter viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche.